Wolfgang ist wieder hier. Eben haben wir ihn schon kennengelernt bei den Hürden. Und jetzt gibt es auch das Startsignal für die 800 Meter. Die Jungs sind gerade noch am Schuh wechseln. Dann können wir kurz erklären, wie werden die 800 Meter gestartet? Wir starten hier aus Bahnen. Das heißt? Das heißt, die erste Kurve läuft jeder Läufer in seiner Bahn und darf auf der Gegengerade bei den gelben Hütchen auf die Innenbahn wechseln. Ja, das zeigen wir dann gleich Martin auch nochmal, der ja gerade mit der Schleife am Kämpfen ist. Also, das heißt, wer außen läuft, der darf dann ab Höhe der gelben Fähnchen in die Innenbahn ziehen. Richtig. Werden wir das bestimmen, auslosen? Was wollt ihr? Innen? Ja, wir fragen Martin, was er will. Martin, was möchtest du? Innen laufen, außen laufen? Es geht eh nur um die erste Kurve. Innen. Innen. Gut. Stefan, also das wird hier deine Startmarkierung sein. Wie starten wir? Auch wieder von unten? Nee, ne? Sonst Nein. Gibt's das Kommando heißt auf die Plätze. Da gehen die beiden Athleten an die Startlinie vor, treten nicht drauf, bleiben dahinter. Wenn beide Athleten ruhig sind, erfolgt der Startschuss und es geht los. Martin, hast du das mitbekommen? Ist ja unglaublich. Die Schleife machen war aber die größte Aufgabe für ihn. Aber er ist da, sehr, sehr gut. Also das ist deine Bahn. Innen wird für dich gelaufen. Der Stefan kommt spätestens ab den gelben Fähnchen auch auf die Innenbahn. Und jetzt darfst du dir nochmal das Startkommando anhören. Erklär's ihm nochmal. Auf die Plätze, dann gehst du an die Linie vor, trittst nicht drauf. Beim Schuss geht's los. Alles klar? Beim Schuss geht's los. Genau. Ich nehme das Jäckchen. Alles klar. Spiel 10, 800 Meter Lauf. Los geht's. Auf die Plätze. Nochmal zurück, bitte. In eine ruhige Position kommen, dann schieße ich erst. Fertig, kommt auch noch, oder? Nein, kommt nicht. Ach so, geht gleich los, okay. Geht gleich los. Auf die Plätze. Das war der Startschuss. 800 Meter, 5 Runden liegen vor den beiden Stefan in Blau, Martin in Rot auf der Innenbahn. Jetzt gleich darf Stefan auch rüberkommen auf die Innenbahn. Hängt sich zunächst an Martin ran. Der muss das Tempo machen. Stefan im Windschatten von Martin zum Auslauf der ersten Runde. Natürlich eine Frage der Taktik. Kann Stefan dranbleiben? Kann er im entscheidenden Moment in der Spätphase des Rennens anziehen? Martin macht das Tempo. 40 Sekunden nach anderthalb Runden. Stefan bleibt dran. Hat er den Atem, um dran zu bleiben und irgendwann den Sport anzuziehen? Martin relativ locker, bringt jetzt Abstand zwischen sich und Stefan. Sieht im Moment nach einem sicheren Sieg, nach einem sicheren Sieg für Martin aus. Weite Schritte und Stefan schon mit einer Gestik, die zeigt, ich kann da nicht mehr mit. Das wird eine ganz klare Angelegenheit für Martin. Wenn der nicht irgendwie noch aus der Kurve getragen wird, dann geht der 800-Meter-Lauf an ihn. Stefan resigniert. Wir gehen in die letzten beiden Runden. Schon fast 10 Sekunden Unterschied. Ganz sichere Angelegenheit. Buchstäblich ein Alleingang ab Runde 2. Man hat es schon gesehen. Breites Grinsen bei Martin, als er gehört hat. Jetzt steht ein 800-Meter-Rennen auf dem Programm. Die letzte Runde wird eingeläutet. Letzte Runde. Halbe Runde Vorsprung für Martin. Die Punkte wird er sich einsacken. Das, was er im Hammerwerfen verloren hat, holt er sich zurück. Mit dem 800-Meter-Lauf übernimmt er wieder die Tabellenführung. Und Stefan schont jetzt schon seine Kräfte für alles das, was da noch kommen wird. Eine Stefan Runde noch. Am Ende seiner vierten Runde. Martin schon auf der Zielgeraden. Wird bei gut 2,40 einlaufen. Eine Riesenzeit für ihn. Und Martin ist drin. Er gewinnt souverän den 800-Meter-Lauf. Ja, diesmal also kein Fotofinish.
Starke Leistung, unglaubliche Zeit. Stefan hat Aschekörner gezählt unterwegs. Meine Güte. Nicht schlecht. Eine Scheißstrecke. Ja, die ist brutal. 8 Kilometer. Kannst dich gerne anlehnen, ist überhaupt kein Problem. 8 Kilometer. Wenn das Seitenstechen morgen nicht nachlässt, einfach die Milz rausnehmen. So, also, das heißt, hier die Punkteverteilung für Martin, dieser Zehner. Das heißt, 31 zu 24, Martin ist wieder in Führung gegangen.